Also wir haben gestern Nacht haben wir die Linie der Nishi Botan angesetzt, wobei wir dieses Jahr nicht wirklich von Botan sprechen können oder eventuell geben wir auch dieser Verfahrung, dieser neuen Idee auch einen anderen Namen. Müssen wir uns noch so ein bisschen entscheiden oder Shigeru muss sich da noch entscheiden, unter welcher Bezeichnung er das Ganze laufen lässt. Wir haben dieses Jahr keine Karashigoi angesetzt, also in der Verpaarung ist überhaupt keines der drei Karashigoi Elterntiere weiblicherseits drin verpaart. Wir haben mit einem Black Diamond gezüchtet. Black Diamond ist die Bezeichnung für diese Ginrin Hachiros. Diese Tiere waren in den letzten paar Wochen auch durchaus bei mir bei den Nisei-Auktionen in Deutschland mit dabei. Diesen Ginrin Hachiro haben wir verpaart auf Asagi, Ginrin Asagi, als auch auf Tancho Kohaku, Ginrin Tancho Kohaku. Und die Ginrin Tancho Kohaku setzen sich zusammen aus, die eine Hälfte ist Momotaro Blut, Ginrin Kohaku, und die andere Hälfte ist Junior X Blut, Dainichi Kohaku. Und dieser Junior X-Fisch dient immer, oder dieser Genpool von Junior X, egal wo der rein verpaart wird, dient immer dazu, den Körper weit aufzumachen, den Körper hochzumachen, eben diesen typischen Dainichi Muscle Koi zu züchten. Absicht dabei ist es, durchaus einen Fisch zu zeigen, der zwar schon Kawarimono ist, ein extrem gutes, luxuriöses Wachstum besitzt, aber eben einen Patternfisch zu züchten. Also Shigeru meint halt, er hat es so ein bisschen satt, jetzt nach 3 Jahren einfarbiger Zucht, einfarbige Tiere, Selektion von einfarbigen Fischen, dass er halt einfach sagt, ich möchte noch was machen, was mehr Dainichi Koi Farm entspricht und mehr in die Richtung geht von unseren gezeichneten Fischen. Dainichi Koi Farm steht eben für exzellente Showa und exzellente Kohaku. Und aus dem Grund geht er eben auch mit dem Kawarimono jetzt ein bisschen in eine Richtung hinein, die dann doch hochwertiger ist. Warum zeige ich euch jetzt dieses Video von letzter Nacht nicht? Der Grund dafür liegt darin, dass die Chinesen nicht nur T-Shirts fälschen, sondern die Chinesen fälschen auch unsere Fische. Also in dem Moment, wo wir jetzt zeigen, mit welchen Tieren wir gezüchtet haben, wie sich die Verpaarung zusammengesetzt hat, in dem Moment geht der Chinese her und setzt sehr ähnliche Verpaarungen an, gewinnt doch ähnliche Jungfische und verkauft diese Jungfische dann eventuell sogar mit gefälschten Zertifikaten auf dem chinesischen Inlandsmarkt als Original Dainichi Produkt. Die Chinesen züchten bereits ab Mitte März und die Zuchtsaison geht etwa bis Mitte, Ende Juni. So dass wir keine Probleme haben, wenn ich euch im Juli dieses Video freischalte und ihr im Juli dann so ein bisschen die Geschehnisse vom frühen Morgen, von gestern dann seht. Ihr seht dann auch den Oshiba. Wir haben die Tancho Kohaku, Ginrin Tancho Kohaku auch auf einen Oshiba verpaart, nicht nur auf den Black Diamond. Und diese beiden weiblichen Elterntiere mit eben Ginrin Asagi, Ginrin Tancho. Das bildet dann dieses Jahr praktisch die Dainichi Botan Linie. Wir werden dieses Jahr keine Karashigoi auf den Markt bringen als Tosai. Ich bin in der glücklichen Lage, dass wir in Alt-Schwerin noch aus dem Aufzuchtprogramm noch 300 Karashi Jumbo Tosai da schwimmen haben. Und von Shigeru, von hier, von Japan, kommen wohl auch nochmal 300 Tiere. Dainichi Botan mit einem großen Anteil an Karashigoi kommen wohl auch nochmal mit dazu. So dass wir, denke ich, in den nächsten 12 Monaten, 20 Monaten haben wir bestimmt keine Probleme, dass wir immer wieder auch in unseren Auktionen Karashigoi aus der alten Botan-Linie, aus dieser super Verpaarung bringen können und euch auch immer wieder zeigen können, wie gut die Tiere gewachsen sind. Die Tiere hier bei Shigeru sind nicht ganz so groß wie die Tiere bei mir in Alt-Schwerin. Ich habe in Alt-Schwerin durchaus einen Größenvorsprung von so 10-15 cm. Shigerus Tosai sind gerade mal 30-35 cm groß, was natürlich auch dafür spricht,
welche Aufmerksamkeit er diesen Kawarimono-Tieren doch widmet. Ja, seine Showa Jumbo Tosai, seine Koraku Jumbo Tosai sind so irgendwo bei 45, in der Spitze bei 50, 51 Zentimeter, was wir jetzt ausgesetzt haben in die Naturteiche. Und ja, daran könnt ihr ja erkennen, wie sehr halt doch Koraku Sange Showa hier bei der Ichi Koi Farm im Vordergrund steht und eben nicht die einfarbigen Kawarimono. Aber klar, in Deutschland gibt es eine breite Masse an Koi-Hobbyisten, die natürlich diese zutraulichen großen Fische, die dieses super Wachstum, die diesen breiten Body-Körperbau natürlich extrem mögen. Und ja, bei uns ist der Markt dafür doch größer anteilsmäßig als hier in Japan. Thema gefälschte Zertifikate müsste man auch noch vielleicht heranziehen, dass wir auch gefälschte Zertifikate mehr und mehr in Deutschland über den Weg laufen. Wobei gefälscht ist da ja vielleicht ein bisschen ein harter Ausdruck. Wenn Farmen wie Danichi oder auch Isa, Izumiya und so weiter, wenn die Jungfische abgeben von ja, nicht ganz schlechte Qualität, sondern so mittlere Qualität. Die Arbeit für diese Jungfische irgendwo ein Zertifikat zu machen, ist dann den Farmen hier zu groß. Ja, sie verkaufen ein paar Jumbo Tosai, Preisgefüge ist nicht wirklich Top-Level. Dann neigt der japanische Züchter schon dazu, einem deutschen Händler einfach ein paar Blanko-Zertifikate in die Hand zu drücken und zu sagen, okay, mach du die Fotos, füg die Fotos ein. Und dann hast du hier ein paar Blanko-Zertifikate. Das gibt es, das kommt vor. Und diese Blanko-Zertifikate, ja, haben halt manche Händler in der Schublade liegen. Mir selbst ist es ein bisschen ein Dorn im Auge, weil ich einfach nicht nachvollziehen kann, welcher Händler verhält sich seriös, welcher Händler verhält sich damit dann unseriös. Diese Blanko-Zertifikate zu kopieren und zu vervielfältigen, ist dann natürlich relativ einfach. Diese Blanko-Zertifikate seriös auszufüllen und mit den Fischen mitzugeben, wäre eigentlich Sinn der Sache, was der Händler tun sollte. Mir sind allerdings in letzter Zeit sehr viele Zertifikate begegnet. Zukünftige Kunden, die gesagt haben, Herr Bachmann, wir würden gerne bei Ihnen Danichi Koi kaufen. Wir haben Danichi Koi gekauft, aber wir sind uns nicht so sicher, was wir da gekauft haben. Wir haben zwar ein Zertifikat, aber ja, Fisch ist vielleicht auch kaputt gegangen, wir haben Probleme gehabt mit dem Fisch, wir wissen nicht, ob es ein Danichi-Fisch war. Und ich habe dann geantwortet, okay, schick mir mal die Zertifikate, mach mal ein Bild von den Zertifikaten, es interessiert mich einfach, was da noch so im Umlauf ist. Und auf die Art und Weise sind so bei mir fünf Bilder eingegangen von verschiedenen Zertifikaten. Die waren immer handschriftlich ausgefüllt. Es war immer ein altes Zertifikat, das heißt das alte Zertifikat von vor 2017, was noch DIN A4 Format Hochkant hatte. Und diese Zertifikate erstens mal mit einem ganz schlechten Bild versehen. Und okay, das Bild dient nur der Identifikation, welcher Fisch ist verkauft worden. Also wenn das Bild schlecht ist, würde es mich noch nicht mal so arg stören, weil man erkennt halt doch den Fisch darauf. Und der Fisch war eigentlich immer kein so falscher Fisch. Und dann das Ganze aber handschriftlich ausgefüllt mit einer deutschen Handschrift, wo man gesehen hat, derjenige hat in der Schule Schreibschrift gelernt, eine europäische Schreibschrift gelernt und kommt halt nicht hier irgendwie aus Japan. Wenn ein Japaner anfängt mit unseren Alphabet zu schreiben, dann ist es meistens sehr gestochen und sehr eckig, ähnlich wie seine Kanjis. Man erkennt schon, ob ein Japaner in unserem Alphabet geschrieben hat oder ob das eine deutsche Handschrift ist. Dann war die Größenordnung der Fische war meistens angegeben mit von bis. Also bei uns wird hier auf der Farm doch reingedruckt, wie viel Zentimeter der Fisch genau hatte. Und dann als Krönung auf das Ganze oben drauf. Ich habe immer nur Zertifikate in die Hand bekommen von Koraku. Und bei Koraku war dann immer angegeben, Blutlinie Supermonster.
Super Monster ist aber eine Showa-Blutlinie und keine Tohaku-Blutlinie. Also als ich diese Bilder dann Shigeru gezeigt habe, musste er mal herzlich lachen. Mir war es auch schon aufgefallen, logisch. Er sagt, ja, was wollen wir dagegen tun? In China wird das ganze Zeug massenhaft gefälscht. Bei euch in Deutschland wissen wir sehr genau, dass es Händler gibt, die eben Danishi-Fische anbieten, obwohl sie nie bei uns gekauft haben, das ist uns bekannt. Aber was sollen wir denn dagegen tun? Und ja, das ist so ein bisschen im Augenblick ja, die Situation, was Zertifikate angeht und wie verlässlich ist das Ganze, was da gedruckt ist. Natürlich komme ich da immer wieder auf den Punkt zurück, dass ich sage, ein Zertifikat macht einen Fisch nicht besser oder schlechter. Der Fisch bleibt der Fisch. Aber in Deutschland werden Zertifikate doch sehr hoch bewertet. Ein Fisch mit Zertifikat wird besser verkauft beim Händler als ein Fisch ohne Zertifikat, ja. Aber zum anderen, wenn jetzt immer mehr Händler dazu übergehen, diese Zertifikate zu fälschen, ja, macht ein Zertifikat irgendwo auch keinen Sinn mehr, keinen wirklichen Sinn mehr.